Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Mal ist es das Spiel A New Beginning, Final Cut. Es ist zwar schon etwas älter, das heißt aus dem Jahre 2010, aber dieses Spiel, da hat man nur ein bisschen angefangen, aber die Story hat mir gefallen und das ganze Spiel. Ich habe die ersten 5, 6 Minuten schon mal gespielt, aber weiter noch nicht. Also fangen wir mit einem neuen Spiel an und werden sehen, was uns erwartet. Neues Spiel starten. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt, mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Schritt zurück. In die Vergangenheit. Also schon diese Musik hat mich schon gleich von Anfang an gefesselt und da wollte ich aber weiter spielen. Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. So, die Einführung brauche ich in dem Fall nicht. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt gehabt. Aber es ist halt ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Das ist eine gute Frage. Der ist hinüber. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. So, das Inventar und dann. Naja, ein Versuch ist es ja wert. Man kann es ja versuchen.
ob das hält? Man weiß es nicht. Und die Klappe schließen. Und den Motor starten. Das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Und ist wieder kaputt. Ich führe wohl keinen Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Also machen wir uns auf den Weg und suchen nach einem Ersatz. So. Und erstmal hier in die Tür reingehen. Gleich. Hab ja schon ein bisschen was gesehen. Also werden wir jetzt nicht ganz planlos rumlaufen. Die Tür da unten ist nämlich zu. Da müssen wir jetzt nicht hinlaufen. Und deswegen. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Ja. Es kann einem auch einfach alles egal sein, ne? Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Dann schauen wir mal weiter. Die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Tja. Gute Frage. Oben ein bisschen Öl. Ist nie verkehrt. Ich räume das morgen weg. Schlafkojen. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Auch schön. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Tja, das weiß man nicht. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Das werden wir sehen. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Na. Mein Team auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Was haben wir denn da? Das sieht mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so... Ein Schlüssel. Und mit dem kommen wir dann nämlich unten rein. Wie gesagt, das alles ist noch nicht so spektakulär. Ist erst der Anfang.
Und das habe ich halt die ersten Minuten ja schon gespielt. Aber dann hört es auch gleich wieder schon mit dem Spaß Tja, auf. die ist abgeschlossen. Der Ja. Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Manche Dinge. So, jetzt Mann, wie aber. lange war ich hier unten nicht mehr drin? Dann wollen wir mal sehen. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angus versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Spinnen. Angriff. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Tja, so kann das sein. Wie passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Ist wohl was Wahres dran. Wie viele Sommernächte. Ja, das hat man schon alles. Nochmal in die Kommode schauen. Hey, Durchsuchen. da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Nehmen wir dich mal mit. Schraubenzieher. Was finden wir noch in der Lattentür? Du bist Fahrrad, das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Und da haben wir einen Nicht ohne das Fahrradschlauch. entsprechende Werkzeug. Na, dann nimm doch einen Schraubenzieher und damit den Mal sehen. Fahrradschlauch. Hallo? Mist. Ja. Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie, ich komme schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Helikopter ist sie angeschlichen gekommen, Sie hat mich genau. ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. müssen ja erstmal den Fahrradschlauch haben wir jetzt erstmal das Problem hier lösen, bevor wir uns irgendwie um die Probleme anderer kümmern können. Und dann kommen wir schon zu einer Sache, wo ich, als ich es gespielt habe, schon kurz vorm Durchdrehen war wieder. Weil es irgendwie dann so Kleinigkeiten sind, wo ich. Denn wir haben hier eine Schraube. Erstmal hier den Keilriemen, der kann Weg weg. damit. Gut, dass er kaputt ist und nicht mehr zu reparieren und so. Und ja, dann wollte ich mit dem Schraubenzieher hier irgendwie, Und wie geht es beziehungsweise dann weiter? Ramsch.
Und wie geht es dann weiter? Ja, ist ja gut. Coco Loris. Sie fahren. Mist, zu lang. Zu lang. Und dann muss man ihn irgendwie noch hier rumbinden. Um die Schraube geht es nicht. Wollte ich natürlich die Schraube lösen. Wenn der Schraubenzieher in Ordnung wäre. Das Gewinde ist im Eimer. Das Gewinde ist im Eimer. So ein Schmarrn. Gibt man den also nicht raus. Aber mit der bloßen Hand kann man die Schraube entfernen. Brauchen. Weg damit. Und dann... Die Arbeit hat jetzt wie ein Ja, mein Fehler. Pass. Da. Und schon ist der Fahrradschlauch genau in der richtigen Länge. Und dann gleich den starten. Aber... Was ist denn jetzt? Eines der Laufräder scheint zu blockieren. Das erklärt auch, warum der alte Riemen gerissen ist. Nein. Immer auch nicht. Die ist offen. Gut erkannt. Die Klappe ist offen. Rapsöl bis vor wenigen Jahren heute benutzt und um die schlecht. Genau. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Schon ist das der ganze Rost wieder weg. Und jetzt starten. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Jemand? Da kann uns doch bestimmt die Frau hier weiterhelfen. Fremde Frau ansprechen. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von hier aus kann's losgehen. Na dann. Hey! Was? Stopp! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Ja, ja, der arme Vogel. Aber es hat ja alles seine Gründe. Warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Vogelgrab. Nett. Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was? Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Dann mal los mit dir.
Ich finde sie ja zwischen den ganzen Flaschen noch ein bisschen Wasser. Was denn jetzt noch, Svensson? Dr. Angust hier. Hallo, Ben. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na, na, na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall, oder... Ach, das hatten wir doch schon tausendmal, Ben. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Nö. Aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariterkomplex hatten wir doch bereits, oder? Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Sagen Sie es. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Keine Zeit? Das war der alte Ben, der ständig keine Zeit hatte. Erinnern Sie sich an den Mann? Augenringe, Sorgenfalten. Saß wie im Wahn bis in die frühen Morgenstunden im Labor und merkte gar nicht, wie sein Leben an ihm vorbeizog. Bis er irgendwann auf der Intensivstation des Marinehospitals aufwachte. Sie sind jetzt der neue Ben. Der sich nicht länger für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Na los. Ich will es von Ihnen selbst hören. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, bis morgen. So, und nun zu Ihnen. Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Was mich hierher treibt. Okay. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen. Die Tiere sterben. Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Da haben wir den Salat. Ich kann es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut, interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Das ist das Team. Guck. So, und damit würde ich sagen, beenden wir diese erste Folge und machen dann in der nächsten Folge weiter mit dem Team und schauen dann, wie es weitergeht bei Let's Play A New Beginning. Also bis denn. Tschüss.